It's been a while, Hector. Losing to you lot? Guess I've gotten rusty after all. Whatever. Kill me. Be done with it. You weren't trying to defend that place at all. You were trying to escape. What's the matter? You and Ballistar having some little lover's quarrel? Quarrel? That ox barely communicates at all. Now spare me your rustic charm and stupid questions. I don't have the stomach for it. Fine. Take him away. We should keep him alive, though. Why's that? Call it a hunch. There's more he's not telling us. Besides, he might be useful down the road. Fine by me. Do as you see fit. Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Lost Eidolons gehen uns unsere neuen Verbündeten, die Adligen, gehörig auf die Nerven. Und so manch einer im Rebellenlager zweifelt sogar daran, dass das Bündnis grundsätzlich eine gute Idee war. Aber Eden macht einstweilen doch noch gute Miene zum bösen Spiel, das Lost Eidolons garantiert nicht ist. Darum, los geht's! So, was haben wir denn hier auf der To-Do-List? Wir haben drei neue Ansehensquests, wie üblich. Wir haben Giuseppe und Leta. Sehr gut. Pavlo ist da. Aha, wir lernen Pavlo kennen, hätte ich nie gedacht. Francisco hat mit unseren Neuverbündeten aus Nibosa gesprochen. Und Johanna scheint ein Problem zu haben. Und Salma ist ja da, sehr gut. Und was ist sonst noch passiert? Das Training geht so voran. Und Lini darf Krieger werden, was aber nicht werden wird. So, und ich werde speichern. Ich bin total neugierig, was jetzt mit Hector ist. Und frage mich, ob die Dinge irgendwie anders gelaufen wären, wenn ich es geschafft hätte, schon früher mit Hector eine bessere Beziehung aufzubauen. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass der plötzlich weg ist. Wie soll man das auch wissen? Ja, also, sprecht mit Robert. Was hat er denn dazu zu sagen? Das war ja schon... Hi! Ja? How's Hector doing? Quieter than I expected. I told the soldiers to keep a close eye on him, though. Good. We can't let our guards down just yet. By the way, Gilbert went to go meet him a little while ago. What do you think he's after? I'm sure he'll fill us in later. If Hector can be of use. Let me know when the old man's done with him. Will do. You should head to the operations area. The lords are waiting for you in the main tent. I imagine they'll want to discuss plans for moving forward. Probably. Things have been going according to plan so far, but we don't know how long it'll stay that way. Better to be prepared than surprised. I'll be on my way then. I'll leave the rest to you. Got it. You can count on me. Hm. Die Lords, auch das noch. Hab ja Bock drauf. Werden wir mit irgendwelchen kleingeistigen Problemen kommen? Gibt's irgendwo hier in den Unterkünften was einzusehen? Das will ich kurz checken. Wo haben wir Hector eigentlich? Ach, da ist Clara. Clara geht die Typen oben auch auf den Keks. Sie ist jetzt deswegen hier runtergezogen. Ah, Dane, du hast sie übrigens gut gemacht als Marcel-Ersatz. Du kommst an sie natürlich nicht heran, so vom ganzen Appeal her, aber... Aber du warst eine Unterstützung, definitiv. Nichts zu finden. Ich wäre schon wieder falsch. Noch einmal rundherum und dann gucken wir mal oben, was da los ist.
Nix. Ja, dann wird hier wohl nichts mehr sein. Nee, die Unterkünfte sind... Ja, sind sie. Okay, dann erstmal zu den Ansehensquests. Wir haben dringend Anaspida-Alarm. In der Nähe wurde eine Anaspida gesichtet. Es wird nicht bei einer bleiben, ganz bestimmt nicht. Wir sollten sofort Truppen aussenden und sie dezimieren. Besiegt eine Anaspida. Ansehen 5, okay. Und eine Aufstiegszeremonie für eure Truppen abhalten, die neue Klassen verdient haben. Sprecht mit dem Adjutanten, um eine Aufstiegszeremonie abzuhalten. Das Übliche. Und beschafft Grimoires. Ich brauche zusätzliche Grimoires für magische Truppen. Albrecht liefert ein Elementar-Grimoire bei Albrecht ab. Das schaffen wir auch. Aber jetzt erstmal zu den Lords and Ladies da hinten. Da hinten funkelt's. Okay, habe ich gesehen. Hallo? Ah, hi, Commander. Over here. We were just talking about what a piss-poor performance Ballastar's forces put on. Honestly, who would have expected it? The man terrorized the continent for 2 years. Now his troops are falling to yours at every step. More like tripping over their own feet. I don't want to tempt fate, but at this rate, it seems obvious where things are heading. What do you think? I think if it's as easy as all that, it's a pity it took us 2 years to stand up to that brute. After all, time is precious to an old hag like me. Here now, you're as spry as any one of us. I saw you out there today, barking orders left and right. I saw the enemy fleeing her. Must have been afraid of Lady Sobek's mighty nagging. Rude man, teasing your elders. Perhaps that's enough chatter for today. The High Commander must be bored out of his mind. Oh no, not at all. It's a momentous achievement, after all. The first victory of the Alliance. It should serve as a solid foundation for whatever comes next. Excellent. We should raise a glass or two this evening. I've given orders to empty Castilian's larders and prepare a feast. What? A feast? That's the spirit. First we take the bastards home, then we dance on his tables. Nothing like adding insult to injury. Enemy morale will take a hit, that's for certain. All the better. With all due respect, Ballastar is still out there. Don't you think this is a little premature? What do you mean? We've won a tremendous victory. If anything, we should be celebrating more. Go easy on the young man. This sort of politics is new to him. In a war of this scale, keeping spirits high is paramount. Events like this also help foster good relations between new allies. Well put! Come now, High Commander, don't spoil the mood. Let's commemorate this occasion with a night to remember! Of course. Looking forward to it. Oh, es war schon alles. Okay. Ging ja schnell. Albrecht, sei Welcome. Eine Stimme der Vernunft. Hier, ich gebe dir mal so ein graues Elementar-Grimoire. Hi there. Ich hörte, ihr braucht Grimoires. Yes. Ja, wir haben immer mehr Zauberkundige im Lager und unser Vorrat geht zur Neige. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Eingewöhnlich ist, genau. Haben wir nur eins, aber es reicht ja. Hier, ich hoffe, das hilft. I thank you. Das wird es, ich danke euch. Gut, das wäre erledigt. Dann reden wir ihn mal weiter an. Welcome. Hi there. Albrecht, was macht ihr gerade? Ah. Ich recherchiere Söldnergruppen. Sie haben in unserer Abwesenheit beträchtlich an Macht gewonnen. Ihr habt einmal jemanden namens Emile erwähnt.
Was wisst ihr über ihn? Er ist ein typischer Söldner. Er ist nur Gold gegenüber loyal. Habt ihr ihn getroffen? Das ein oder andere Mal. Ich kenne jedoch hauptsächlich seinen Ruf. Intriguing. Nun, er ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Er verführt reiche Edelfrauen, rekrutiert Verbrecher und Schurken, springt von einer Fraktion zur nächsten. Seine Gruppe hat in den letzten 2 Jahren in Lamprecht für Aufsehen gesorgt. Ah. Habt ihr Sorge, dass wir gegen sie kämpfen müssen? Hm. So etwas Ähnliches. Nicht schön. Aber wir haben eine riesen Streitmacht. Was soll denn dieser eine Söldner? Also das ist doch Quatsch eigentlich. Es hieß, wir sind Ballaster, truppenmäßig, also anzahlmäßig überlegen. Wir sollten da ein Emile hier irgendwie was dagegen aufbringen, was uns das Wasser reichen kann. Okay, lesen. An die Lords und Ladies von Artemisia. Ich schreibe im Namen von Sir Eden aus Lunetta, dessen Tapferkeit im Kampf das Imperium vor 2 Jahren zu Fall brachte, bevor er durch Verrat aus diesen Ländern vertrieben wurde. Jetzt ist er zurückgekehrt und fordert euch auf, ihm beim Streben nach Gerechtigkeit beizustehen. Ich muss die Gräueltaten von Ballaster Fenich nicht erläutern. Ich bin sicher, dass keine Übergriffe, die ich hier erwähnen könnte, euren intensiven Gefühlen gerecht werden würden. Geschweige denn derer der Massen, für die eure Häuser verantwortlich sind, noch dem ohrenbetäubenden Schweigen ihrer Toten. Ich bitte euch, hier einen Moment innezuhalten. Schließt eure Augen und hört ihr Wehklagen. Und wenn ihr zurückkehrt, erzähle ich euch von einem weiteren Skandal. Vor 2 Jahren stahl die sogenannte Revolution von Ballaster Fenich einen Fingerhut voll Rechtschaffenheit aus dem Vorrat von Abramo Orsio, dem letzten Überlebenden seines Namens. Doch sobald dieser Mann nicht mehr nützlich war, schlitzte Ballaster ihm die Kehle auf und übergab das Haus Orsio der Geschichte. Eine Tat, deren Schändlichkeit und Unvernunft das gegenwärtige Chaos bezeugen kann. Am Vorabend des Neumonds versammeln wir uns in Hesetzt, um dem letzten Sohn des Hauses Orsio zu gedenken und ein großes Bündnis zu gründen, das seinen Mörder zur Rechenschaft ziehen wird. Schließt euch uns an oder geht als unsere Feinde in die Fußnoten der Geschichte ein. General Albrecht Grafeus im Namen von Sir Eden dem Gütigen, dem Befreier von Leroyauer. General Albrecht. Das ist ja nicht zu glauben. Edle Einladung. Da irgendwo. Ach, schwierig. Eine Kopie von Albrechts Erklärung an die großen Häuser. Was haben wir denn hier alles? Das sind... Hä, wieso ist das alles neu? Keine Ahnung. Wir haben noch gar keine Träge gewonnen eigentlich beim letzten Kampf. Stimmt, naja. Wird schon seine Richtigkeit haben. Legendäre Lederrüstung. Dann kümmere ich mich später drum. Erstmal gucken, was Salma noch so alles hat. Da kann ja noch was sein, was mich dann wieder alles umräumen lässt. Aber erstmal das hier. Liebe nicht so wichtige Lakaien von wichtigen Leuten. Albrecht bat mich, euch allen einen netten offiziellen Bericht mit meiner weisen Meinung zur letzten Schlacht zu schreiben. Hier ist er also. Bitte entschuldigt meinen Mangel an Manieren und schnörkeliger Sprache für eure Lords. Der Plan lief gut. Selbst ohne Zeit für Training haben wir hier die Voraussetzungen einer guten Armee, solange alle in die gleiche Richtung gehen und die Befehlskette kapieren. Nach ein paar weiteren Übungskämpfen wie diesem sind wir meiner Meinung nach gut gewappnet. Bis dahin sollten wir jedoch große direkte Gefechte vermeiden. Ansonsten laufen die Dinge vielleicht nicht so, wie wir wollen. Hector wurde in Gewahrsam genommen und soll unversehrt bleiben. Wenn einer eurer Soldaten ihm ein Haar krümmt, verliert er seine Hand. Falls jemand Einwände hat, wendet euch an jemanden, den es interessiert. Wenn jemand wissen möchte, was ich denke, spendiert mir ein Bier und vielleicht plaudere ich aus dem Nähkästchen. Gilbert. Gilberts Bericht.
Gilberts Notizen zur Schlacht von Kastilian für seine Amtskollegen im Bündnis. Das ist ja neu. Zwei Dinge. Adlige Vasallen. Ein großer Philosoph schrieb einst, die Macht ruht auf dem Thron, wird jedoch von denen neben ihm ausgeübt. Im Laufe der Geschichte gibt es nur wenige andauernde Konstanten zwischen Herrschern, wie die Abhängigkeit von einem einzigen Stellvertreter für alltägliche Aufgaben. Während Titel und Verantwortungen variieren, ist Vasall eine allgemeine Beschreibung, die heute weit verbreitet ist. Vasallen erfüllen zahlreiche Aufgaben, basierend auf den Bedürfnissen der Adligen, denen sie dienen. Einige fungieren als Berater und Diplomaten, andere als persönliche Leibwächter oder Generäle. Die meisten stammen aus niederen Adelshäusern und erben ihre Position durch familiären Dienstschwur, wie bei den Coelos und Orsios im alten Benerio. Unter Vasallen war ein geheimes Kommunikationsnetz schon immer ein offenes Geheimnis. Andererseits ist der direkte Wechsel der Loyalität, historisch nahezu unbekannt, in den letzten Jahren aus einer Reihe von Gründen immer häufiger geworden. Vor allem durch den plötzlichen Tod oder Statusverlust des ehemaligen Meisters nach einer Niederlage im Kampf. Und schließlich Banditen. Seit Urzeiten suchen Banditen den Kontinent von Artemisia heim, wobei ihre Anzahl mit dem allgemeinen Wohlbefinden der Bürger zu- oder abnimmt. Sie erheben sich normalerweise aus den Armen und Verzweifelten, besonders unter vernachlässigten Veteranen nach Kriegen, die von Masseneinberufung geprägt sind, und wenden sich meist einem Leben als Jäger zu, um zu überleben. Unter der Bevölkerung variiert der Ruf von Banditen, je nach ihrem Ziel. Diejenigen, die Jagd auf Arme machen, werden als Monster geschmäht, während diejenigen, die sich den Reichen zuwenden, breite Zustimmung genießen und oft als Volkshelden in Legenden eingehen. Da die Anzahl der Banditen in einer Region auf das Versagen des örtlichen Adels hindeutet und dies auszusprechen zu einer Bestrafung führen kann, findet man auf den Karten der Händler oft den paradoxen Satz »Keine Banditen hier«, der besonders gefährliche Gebiete markiert. Einige Gelehrte halten dies für das weltweit älteste aufgezeichnete Beispiel für Satire. Okay. So. Als wir Hesetzt mal erobert hatten, da war noch so ein bärtiger alter Lord, der dann auch auf unsere Seite komplimentiert wurde. Der ist jetzt irgendwie nicht mehr hier. Ich glaube, den hat Balassar einen Kopf kürzer gemacht, ne? Mit wem will man hier denn noch reden? Matthäus. Dann machen wir das mal. Finniches Schergen sind nicht halb so fähig wie er. Sie haben eine befestigte Stellung verlassen, um einen zahlenmäßig überlegenen Feind anzugreifen. Äußerst albern. Oder wir haben sie einfach ausgetrickst. Unsere Formation hatte Schwachstellen, um sie herauszulocken. Klug. War das eure Idee? Nein. Claras. Glaubt mir, wenn wir uns auf meinen Scharfsinn verlassen müssten, wären wir schon längst tot. Faszinierend. Kann ich euch etwas sagen? Ich hatte immer das Gefühl, dass in meinem Leben nichts fehlt. Wenn ich jedoch einen Mann wie euch sehe, der eine derartige Armee anführt, muss ich zugeben, dass ich etwas neidisch bin. Was meint ihr damit? Vergesst es. Das ist nicht gut. Also, da waren wir. Da waren die ganzen Texte. Ist hier noch irgendwas? Meistens gibt es ja drei. Edi, deine Gedanken? Greetings. Edi, was haltet ihr von unseren neuen Verbündeten? Eden, sie sind unerträglich. Warum? Was ist los? Es sind diese Bündnissoldaten. Haben die alle Säcke vor der Tür? Aha. Sie sind so ungehobelt. Sie saufen Bier, als wäre es Wasser. Und die Dinge, die sich von sich geben. Ein derart abscheuliches Verhalten habe ich noch nie erlebt. Nicht einmal, als ich im Elendsviertel predigte.
Man möchte meinen Truppen, die für ein Bündnis von Lords kämpfen hätten, etwas mehr Würde. Alright. Sind sie wirklich so viel schlimmer als wir? Im Vergleich zu ihnen scheint Francisco wie Marcel. Oh, das ist aber eine Aussage von Tragweite. Wow. Ja, siehst du? Ich halte es nicht aus. Ihr müsst mich zur leitenden Anstandsoffizierin oder so ernennen. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. So. Levana, das ist alles nicht interessant. Wo ist denn hier der Kollege Hector? Naja, hier ist der dritte Text. Die folgenden Vorräte wurden von den Lords und Ladies des Bündnisses für das heutige Bankett beantragt. Die machen hier, wünscht ihr was? Ich könnte dir in den Arsch treten. Lord Karel aus dem Hause Wulisika, 2 Wildschweinbraten, 3 Fässer Bier, Schokoladenbrunnen, der schwindt wohl. Lord Pau aus der Familie Orloff. Was hier als guter Wein durchgeht. Irgendein Fleisch, außer Rindfleisch. Ein cremiges Dessert oder vielleicht ein Sorbet. Lord Matthäus aus dem Hause Svala. Ortolanischer Wimpel. Jeweils 1 Teller pro Person für den ganzen Tisch zum Probieren. Jeweils 1 Teller pro Person für den ganzen Tisch. Champagner mit Blattgold, wie sie ihn in Leroyauer trinken. Maränenkaviar auf ungesalzenen Crackern. Lady Katharina aus dem Hause Sobeck. Rotwein, Steak, blutig. Danach Dessert, Kaffee, sofern verfügbar, schwarz. Und Lord Alexander aus dem Hause Bayardine. Etwas Flüssiges mit Alkohol und was auch immer die Soldaten hier essbar finden. Na, der hat noch ein bisschen. Der ist noch ein bisschen bodenständig und denkt auch an die Soldaten. Sämtliche hier aufgelisteten Artikel sollten zuerst aus den feindlichen Vorratskammern in Kastilien beschlagnahmt werden und, falls sie dort nicht vorrätig sind, von unseren Gastgebern angefordert werden. Die Gastgeber sind wir, ich zeige gleich durch. Bankettvorräte. Ich glaube, es geht los. Eine Liste an Vorräten für das anstehende Bankett, die von Lord Paus Truppen zusammengestellt wurde. Mann, oh Mann. Nicht aufregen. Die erste Quest können wir aushaken. Das ist die da. Oh, eine Ansehensbelohnung verfügbar. Ja, rate mal, was ich jetzt mache. Hier. So, das würde ich gerne überspringen. Und dann gebe ich die Punkte aus. Und dann gibt es diese nicht überspringbare Szene. Ah, doch, kann ich überspringen. Und wir kriegen einmal mehr Zug rückgängig machen und 10 Punkte mehr Führung. Schön. Und haben noch so eine Kiste mit Zeug. Aber da ist dann, glaube ich, nur noch Gold drin, wenn ich solche spielmechanischen Belohnungen bekomme. Ja, genau. Okay. Dann. Das sind wir jetzt da oben. Wer ist denn Burislav? Pavlo und Co., das würde ich gerne erst dann später machen. Danilo. Was sind das für Leute? Okay. Wo ist eigentlich Gilbert? Hier ist kein Gilbert, da sind wir uns einig. Hier ist er auch nicht. Hier oben? Ist er auch nicht. Auch nicht? Der ist weg. Ich glaube, ich spinne. Also, Giuseppe und Leta würde ich gerne in der nächsten oder übernächsten Episode dann rekrutieren. Da brauche ich noch ein paar Geschenke für. Francisco und Johannas Quest würde ich auch dann später machen.
die Aufstiegszeremonie. Das könnten wir mal noch tun. Das ist erledigt. So. Kann ich eine machen? Ich glaube, ja. Today, our forces secured another key victory. Our first battle alongside our allies in the Alliance. We took Ballistar's home today. Soon, word of our victory will spread to every corner of the continent. And it won't be long until his army comes knocking. To prepare for that, I've got a few new assignments to announce. Linnard wäre Krieger, das habe ich alles, was hier möglich ist. Und das ist. That's all for today. Everyone, prepare for the next battle. Genau, all for today. Das ist ja dann auch die nächste Ansehensquest gewesen. Und abgeschlossen. Und das hier geht dann mit der. Und das hier geht dann mit der nächsten optionalen Schlacht einher. Dann würde ich gerne mal bei Salma shoppen gehen. Anything catch your eye? Wir haben 15.000 und wir können eine unnachgiebige Klinge kaufen und eine schwere Axt. War es nicht, haben wir auch gerade eine Lieferung erst bekommen. Eine gehärtete Plattenrüstung. Vergessener Ruhm. Oh, eine Halskette, die ihrem Träger die Chance verleiht, Kampffähigkeiten kostenlos einzusetzen. Wie hoch ist die Chance? Und Tränke. Und Geschenke. Ein Lederhandwerk. Das ist dieses Protokollbuch, das kennen wir schon. Übungssperr kennen wir auch. Geschichte des Imperiums kennen wir. Alpine Frucht kennen wir. Veredelter Seelenstein, das kennen wir nicht. Ein Bruchstück eines Seelensteins, der bei der Herstellung verschiedener magischer Gegenstände verwendet wird. Monster-Enzyklopädie. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. Eine Vier Eidolon-Statue, das ist auch neu. Eine Statue der Vier Eidolons aus der Überlieferung. Dieses Artefakt zieht mit Sicherheit die Aufmerksamkeit von Geschichtskennern auf sich. Okay. Wir nehmen alles, was sie hat. Das kostet 7.000 und wir haben dann noch mehr als 7.000 übrig. Das ist toll. Zumal wir ja noch Quests haben, bei denen wir wahrscheinlich auch was kriegen. Also erstmal handeln. Damit dürfte sie ja nichts mehr haben. Außer den Tränken natürlich. Gut. So. You're much too kind, dear. Ja, ich weiß. Leta. Achso, mehr Leta kommt später. Pavlo kommt auch später. Wer hat hier noch was auf dem Herzen? Dane. Wir reden mit Dane. Sir. Dane, gute Arbeit dort draußen. Ich sollte euch gratulieren. Ihr habt sie völlig zerschmettert. Es war äußerst beeindruckend. This'll go a long way. Und damit das klar ist, ich finde, es war klug von euch, diesen Hector zu verschonen. Jeder verdient eine Chance, sich als nützlich zu erweisen. Oh, es ging schnell. Da oben ist noch jemand. Wer ist das? Linnards. Linny, was machst du hier? Auf Spione warten. What is it? Was denkt ihr von unseren neuen adligen Verbündeten? Vieles. Aber nichts, was ich in höflicher Gesellschaft aussprechen würde. Vieles. Ihr hasst sie, nicht wahr? Diese Adligen versuchen sich am Krieg, als wäre es ein Kartenspiel. Doch wer trägt das Risiko ihrer Einsätze? Die Unverfrorenheit. Es ist fast atemberaubend. Ich weiß, was in euch vorgeht. Wir können Ballastar jedoch nicht ohne Verbündete besiegen. Diese Tatsache ist mir bewusst. Ich kann nur meinen Stolz herunterschlucken.
Selbst wenn mein Magen protestiert. Gut, das wäre auch geklärt. Dann haben wir hier nichts mehr. Gut, Leta kommt halt später dran. Wer ist hier? Andrea, gut, das können wir auch noch machen als Letzte. Ist ja sonst niemand mehr übrig. Andrea, sprich mit mir. Ja? Unser Lager ist ziemlich lebhaft geworden. Maybe. So kann man es auch ausdrücken. Unsere neuen Verbündeten gefallen euch nicht? Sie benehmen sich, als hätten wir bereits gewonnen. Es ist lächerlich. Wir hätten diese verdammten Adligen niemals an die Front bringen sollen. Sie wissen nichts darüber, wie man einen Krieg gewinnt. Sie können nur reden. Ertragt es für den Moment. Ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber wir brauchen sie. Nicht jeder Verbündete muss uns auf dem Schlachtfeld helfen. Wenn wir nicht auf dem Schlachtfeld gewinnen, ist alles andere unwichtig. Sie ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wer bist du? Ein finstert reinschauender Spion! Ballastars! Ey, Franziskus kennst mal jetzt nicht. Das Stall ist ganz schön voll geworden, dafür, dass wir nur 3 Pferde im Einsatz haben. Ne? Okay, ich würde mal noch direkt das Training mit Albrecht machen und nochmal mit dem reden. In Ermangelung von Gilbert. Der ist echt nicht da, oder? Ich bin blind. Ich wollte jetzt mit Hector sprechen. Mit Geschenken überhäufen. Das kann ich gar nicht. Das ist nicht zu fassen. Faustina. Ja, also. Übungsgelände. Waffenmeister. Ich will ja immer mit Albrecht trainieren. Aus Gründen des Rollenspiels. Und natürlich auch immer die Elementarmagie. Da. Von mir aus eine Stoffrüstung. Blickduell. Und Albrecht gewinnt sowieso. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Wir lernen aus jeder Niederlage gegen Albrecht. Oh, und das wird eine richtig saftige Klatsche. Ja, wir können auch kritten. Und das war's. Das geht nicht. Dieses Quicktime-Event, das ist unmöglich. So. Ende. Zug 3. Aber habe ich jetzt Albrecht auf der höchsten Stufe? So, Albrecht, wir wissen wo. Auf der zweiten Stufe. Naja, reden wir mal mit ihm. Aber bitte draußen, Albrecht, auch wenn das hier ein bisschen... Na, ist egal. Welcome. Ja. Hi there. Das... Right. ...ist nicht das, was ich meine. Ach nee, das Gespräch hatten wir doch neulich. Wir haben nur, einfach nur ein bisschen das ausgebaut. Die neue Beziehungsstufe mit zu ihm, das ist totaler Quatsch. Albrecht mag aber Buch mit Sternsachen. Welcome. Da habe ich 2. Also, es geht ja um die ganze Eidolon-Geschichte. Jetzt ihm diese Statue zu geben und den veredelten Seelenschein, damit er hier als einziger mal irgendwas rauskriegt über diese Eidolon-Hintergründe, ist natürlich wichtig, weil unser Zappy Magic Thing, so wie Francisco sich einst ausdrückte, ist halt irgendwie noch längst nicht so, wie ich das gerne haben möchte. Aus rollenspielerischen Gründen baller ich deswegen jetzt diese Geschenke hier in Albrecht hinein. Auf der anderen Seite
Tja, es ist ja so, wenn ich jetzt jedes Mal mit Albrecht trainiere, dann wird ja auch dadurch die Beziehung gefestigt. Wenn ich jetzt dieses Beziehungsmaximum erreichen würde, was ich nicht tue, aber rein theoretisch, dann würde mir das nächste Training ja dann nichts mehr bringen. Vielleicht kann ich dann mit ihm auch gar nicht mehr trainieren, weil, na, sehe ich dann. Aus rollenspielerischen Gründen kriegst du jetzt ja dieses legendäre Ding. I thank you. Oh, das hat dir gefallen, ja. Und du kriegst auch gleich noch was. Welcome. Nehme ich das da. I thank you. Ja. Noch ein gutes Geschenk oder so und dann hätten wir's. Okay. Albrecht ist trotzdem vor, unser engster Freund zu werden. Robin. Robin mag diese Axt und Hacke Sachen, aber die hebe ich ein bisschen für Hector auf. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Robert mag die Buch mit Feder Sachen, aber da auch irgendwas. Robert. Ist ja egal, wann ich es ausgebe. Ja. Mit Feder. Ah, ja, zwei Stück. Thank you. Nummer eins. Ja. Yeah. Und Nummer zwei. Thank you. Also, ja, im nächsten Kapitel könnten wir das erreichen, tatsächlich. Was habe ich denn noch? Ja, alpine Frucht, das ist was für Francisco. Also den Edelstein wäre für Leon gewesen. Übungsspeer. Das ist dieses Helmding. Das ist Vitorin mag das. Oder Andrea. Dann eher Andrea. Vitorin ist nicht so mein Typ. Ach, Buch mit Feder. Wir können Marcells Buch noch weitergeben. Das findet sie bestimmt gut. Ja. Yeah. Thank you. Nee, kurz davor. Ha. Wir könnten mit ihm. Ja? Nee, wir können mit ihm ja nur gar nicht sprechen. Thank you. Okay. Schwierig. Andrea, wo bist du? Du warst da unten. Andrea kriegt. Was kriegt Andrea? Ja? Die Helmsachen. Übungsspeer. Thanks. Ah! So, sie taucht auf. Hi there. Habt ihr denn schon Freunde hier gefunden? Maybe. Bei ein paar habe ich es versucht, aber Geplauder ist nicht mein Ding. Ich weiß nie, was ich sagen soll. Kratz ihnen einfach die Augen aus. Das kannst du am besten. Nicht so wie bei euch. Aha. Hm. Nun, manchmal seid ihr recht unverblümt. Nicht jeder verfügt über mein unglaubliches Selbstvertrauen und meine zuvorkommende Geduld. Wisst ihr, der Alte hätte euch längst in den Hintern getreten. Aber im Ernst, wir befinden uns im Krieg. Jeder hier im Lager kann jederzeit sterben. Also lasst eure Verschrobenheiten bleiben und macht weiter. Das Leben ist zu kurz. Habt ihr euch die ganze Zeit mit solchen Gedanken getragen? Hm. Könnt ihr mir dafür die Schuld geben? Habt ihr also schon mal daran gedacht, dass ich sterben könnte? Right. Natürlich. Und wie habt ihr euch dabei gefühlt? Oh, wenn ich andersrum die Frage stellen würde, würde ich mir jetzt voll eine einfangen. Aber wenn wir jetzt eine austeilen, dann sind wir wieder die Bösen. Das ist doch immer das Gleiche. Kommt schon. Was ist denn das für eine Frage? What's your problem? Woher zum Teufel soll ich es denn wissen? Ihr wirkt immer so munter. Also, beantwortet die Frage. Andrea,
Von allen Menschen gehe ich euch am liebsten auf die Nerven. Also tut mir den Gefallen und bleibt am Leben. Das war genau die richtige Antwort. Was zum Teufel soll das jetzt heißen? Hey, Eden. Hahaha, genau so. Sehr gut. Perfekt. Von allen Leuten gehe ich euch am liebsten auf die Nerven. Schön. Was haben wir noch? Achso, Andrea hat hier jetzt ein bisschen, ne, Anschluss gefunden. Linny. Linny mag... Was mag Linny? Habe ich vergessen. Die Ledersachen. Da haben wir doch auch was, oder? Lederhandwerk. Lennart. What is it? Da. Nee, Moment, das stimmt doch gar nicht. Das Lederhandwerk ist ja das Dingsbe-Symbol. Ich meine das andere. Ich meine, das war dieses Quadratsymbol. Nee, das kann ich nicht machen. Das darf ich nicht machen. Dann würde ich nur noch Francisco die Frucht geben. Ohne jetzt mit ihm sprechen zu wollen. Großartig. Geht das? Kriege ich das hin? Oder startet dann jetzt die Quest? Nee, das müsste ja gehen. How's it going? Hier, du bekommst ein Geschenk von mir und zwar eine alpine Frucht. Als Snack für zwischendurch. Thanks! Und das hat ihm gefallen. How's it going? Aber wir hatten ja zuletzt erst das Level-Up-Gespräch, insofern passt das. Jetzt habe ich noch. Zweimal Jagdwerkzeuge, das wäre für Hector. Ich habe das mit der Büste. Das mag Dane. Dane und Sera. Sera ist nicht da und Dane ist auf meiner Prioritätenliste jetzt nicht so weit oben. Würde ich erstmal nicht verschenken. Und das mit dem Juwel, das mochte halt Leon. Und sonst weiß ich niemanden, dem ich das geben kann. Also von dem ich wüsste, dass es passt. Ich würde es bei Marcel ausprobieren. Die kommt ja angeblich wieder. Ich weiß nur, dass Marcel dieses Lederzeug nicht mag und die Büstensachen nicht mag. Die Edelsteinsachen haben wir noch nicht ausprobiert. Oder doch, wartet mal. Dieses Lederhandwerk, das ist doch dieses Protokollbuch. Das habe ich ihr doch gegeben, ganz am Anfang. Das war doch eines der ersten Geschenke. Das hat sie doch scheiße gefunden. Ja, dann weiß ich auch nicht so genau. Edi, aber mit Edi habe ich noch gar nicht angefangen, da was zu steigern. Stella. Ja, Gilbert wird nur Alkoholiker mögen. Aber die pumpe ich erstmal in Francisco. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich weiß es nicht. Und das heißt, ich mache lieber Schluss und weiter mit dem nächsten optionalen Kampf. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.